Das ist absolut notwendig, sich auch schlau zu machen, wie man die eigenen Accounts schützen kann, was passiert, wenn es hart auf hart kommt und da gerade eine andauernde Attacke zum Beispiel stattfindet. Was findet sich gerade online aktive FeministInnen ja, wirklich auseinandersetzen müssen. Digitale Selbstverteidigung ist wahnsinnig wichtig. Und das ist eine Lösung für bestimmte Probleme. Aber man muss auch immer mitdenken, man kann auch angreifen. Es gibt Selbstverteidigung, es gibt aber auch Angriff. Und das gibt es in wahnsinnig vielen Bereichen. Und ich wünsche mir, dass wir uns das immer auch vor Augen halten. Wir müssen uns nicht immer nur selbst verteidigen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass das nicht mehr nötig wird. Yo creo que hay que tener mucha conciencia de los peligros. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que atacar, ¿no? Y hay que prevenir. Una cosa es la autodefensa, que es reaccionar ante un ataque, y otra es atacar, ¿no? Entonces, para mí no sería como atacar, sino saber autodefenderme y saber que puedo reaccionar y que puedo responder ante todas las agresiones o ante que me roben mis fotos desnudas o que hackeen mi correo o que roben mi identidad o que me estén acosando en línea, ¿no? Aber Verschlüsselung gibt es nur ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, was wir dagegen grundsätzlich tun können. Ich finde die Kombination natürlich notwendig. Wir haben in den 80er Jahren Wen-Du-Trainings gemacht für Frauen, wo es um Selbstverteidigung ging, wo es auch darum ging, dass man üben musste, nicht nur Bretter durchzuhauen, sondern möglicherweise auch einem Angreifer den Kehlkopf durchzuhauen. Insofern finde ich das ganz richtig, dass die Diskussion heute wieder aufgegriffen und weitergeführt wird. Aber ich glaube, es gibt überhaupt noch kein Konzept dafür. Aber el Internet y las redes funcionan bajo ciertas lógicas que alguien y alguienes las determinó y las mujeres no estábamos presentes. Reapropiación es el ataque. Man kann Mailinglisten erstellen, man kann eigene Chaträume aufsetzen, man muss auch nicht auf große Anbieter wie Twitter oder Facebook ausweichen, man kann sowas auch selber machen. Man kann einen feministischen Server aufsetzen und einen IRCs, Java-Client zur Verfügung stellen. Podemos hackear incluso los softwares, ¿no? O las páginas o generar nuevas formas narrativas, ¿no? Incluso en esta otra plataforma. Entonces, así es como concebimos una Internet feminista. ¿Cómo lo apropiamos nosotras y para qué lo usamos? ¿Para qué lo queremos? Ich glaube, dass es noch wahnsinnig viel Potenzial darin gibt, Technologien anders zu gestalten. Und dafür ist es, finde ich, super wichtig, dass mehr Leute mitmachen. Bisher wurde Technologie von einer relativ homogenen kleinen Minderheit dieses Planeten gestaltet. Und ich finde es wichtig, dass wir da mehr Diversität reinbringen, um auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, was für Technologien sollen weiterentwickelt werden, welche nicht. No, o sea, seamos parte de quien las desarrolla, seamos parte de quien las piensa, seamos parte de quien las opere, porque el mismo tratamiento que a veces hacemos fuera de las redes, el que tratamos de hacer día con día, necesitamos retomarlo y generar las condiciones necesarias para que dentro de las redes funcione lo mismo, ¿no? O sea, estrategia de solidaridad, capacidad de resiliencia, de volver a reagruparnos, de generar una potencia, lo necesitamos también dentro de las redes.